So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir befinden uns jetzt in der 24. Folge der Jenaer Weg, Jener Jugend forscht. Und wir starten in die dritte Saison rein. Und ja, ihr seht jetzt, gegen wen wir starten, beziehungsweise wie unsere Testspiele gelaufen sind. Erstes Spiel gegen Maccabi Berlin und die Testspiele haben wir alle gewonnen. Also, war gute Testspiele gewesen, war jetzt auch keine überragenden Gegner gewesen, aber ich denke, das könnte was werden. Es ist ein bisschen was passiert, nicht allzu viel. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir konnten unsere Spitzenverdiener noch nicht verkaufen. Also wir sind finanziell, ihr seht es hier am Kontostand, linke Seite, immer noch im Minus. Und unser Gehaltsbudget ist halt auch 500.000 über den aktuellen Ausgaben. Also, wir haben zwar noch Gehaltsbudget zur Verfügung, wir können mal kurz ins Scouting reinschauen. Ihr seht es oben rechts, Gehaltsbudget 500.000 ist noch über. Aber wir geben einfach viel zu viel Gehalt aus und das muss gedrosselt werden. Ich weiß noch nicht wie, weil die Spitzenverdiener, die bekommen keine Angebote. Weil wahrscheinlich die ganzen Vereine in den Regionen das auch nicht bezahlen wollen oder können. Und auch gar keine Ablöse bezahlen können. Das ist das Problem, was wir haben. Ja, wir müssen mal schauen, wie es läuft. Lasst gerne einen Daumen da oben da auf die Folge, würde mich freuen. Lasst gerne einen Kommentar da, wie immer für den Algorithmus. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da. Würde bringt immer mehr Motivation, weil in letzter Zeit kamen weniger Videos, weniger Zeit gehabt. Aber ich werde in nächster Zukunft hoffentlich wieder mehr Videos bringen und werde hoffentlich in Zukunft mehr Folgen bringen zu der Serie. Das ist der Plan und wir können gleich mal, was hauen wir als erstes rein? Am besten mal auf den Spielplan, wie es losgeht. Und so sieht's aus. Wir spielen als erstes gegen Maccabi Berlin, als zweites gegen Hertha BSC 2 und als drittes gegen Lok Leipzig. Und das werden die Spiele sein, die wir auch heute spielen. Erstes Spiel gegen Maccabi würde ich ohne euch machen. Da zeige ich euch nur die Tore bzw. die Highlights. Und Hertha, Lok Leipzig gucken wir uns zusammen an und dann geht's nächstes Mal schon in den DFB-Pokal rein. Habe ich Bock drauf? Als nächstes schauen wir in die Zugänge und Abgänge rein. Also da ist wirklich nicht viel passiert. Wir schauen mal erst auf die Abgänge. Da haben wir Tedidis verkauft, ablösefrei nach Aue. Wir haben Pascal Verkamp verkauft für 5k nach VfR Aalen und Tobias Rohner verliehen. Das war ist ein Jugendspieler, glaube ich. Mit ein bisschen Talent. Der soll sich mal dort ein bisschen weiterentwickeln. Wer uns noch verlassen hat, das habe ich mir aufgeschrieben. Gibson hat uns verlassen, Schell hat uns verlassen und Kruse, die haben den Vertrag auslaufen lassen und sind dann auch gegangen. Also haben auch selber gesagt, hier, wir wollen weg, wir bleiben nicht hier. Dann schauen wir auf die Zugänge. Das sind zwei Stück. Das ist einmal Fahd Al-Mesmari. Den haben wir geholt von Sudjeska. Weiß gar nicht, wo die herkam. Montenegro hat er vorher gespielt. Ablösefrei gekommen, ist ein guter Mann für die linke Seite, inverse Außenstürmer, genau den Mann, den wir auf der Position brauchen. Werte sehen top aus, Verdienst 73.000, bin ich auch komplett zufrieden mit. Also bei dem bin ich auf jeden Fall gespannt. Hat auch gute Testspiele bisher gespielt. Und unsere zweite Verpflichtung ist Wadislav Czerny von Bielefeld, auch ablösefrei gekommen, ist der Mann, den wir als Mesala dann irgendwann mal einsetzen wollen. Momentan verletzt, konnte man jetzt nicht ändern, aber wir haben noch genug Leute auf der Position. Wie gesagt, wir konnten nicht viel verkaufen und wir haben auch ziemlich viele Spieler von der Jugend hochgeholt. Unser Kader ist ziemlich groß und aufgebläht, deswegen müssen eigentlich Spieler weg, aber ja, was willst du machen? Und da kommen wir auch gleich rein zu der Mannschaft oder zu unserem riesigen Kader. Ihr seht, ich kann mal kurz alle kopieren und wir kopieren mal alle kurz und schauen mal, wie viele das im Endeffekt sind. Also das sind einfach, der Kader ist einfach viel zu groß. 31 Spieler, okay, das ist einfach zu mächtig. Da muss ich auf jeden Fall was noch getan werden. Wir haben einige Spieler, die zu viel verdienen, auf die Transferliste gestellt. Und das ist einmal Ercan, das ist Gindorf und Justin Schau, weil der mir ein bisschen zu viel Unruhe gemacht hatte. War mit einer Ansprache beim Auerbach-Spiel nicht zufrieden, war zu hart gewesen, keine Ahnung. Habe ich mir gedacht, gut, das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass er jetzt schon wegen irgendwas rumjammert. Stellen wir auf die Transferliste, mal gucken, ob wir Angebote bekommen. Wir bekommen keine Angebote, keiner will die Spieler haben. Stritzel hatte ich auch überlegt gehabt zu verkaufen. Den will aber auch keiner wirklich haben, beziehungsweise würde er schlecht darauf reagieren, wenn wir auf die Transferliste setzen. Wolfram will ich ungern verkaufen, haben wir erst geholt. Kunz und Jastremski drücke ich auch nochmal ein Auge zu, dass sie über 100k verdienen.
Ja, aber wie gesagt, wir kicken die Spieler halt nicht weg. Und dann ja, sieht es halt so aus. Wir haben auch noch zwei Spieler, wo die Verträge ausgelaufen sind, die aber geblieben sind. Und das ist einmal Elias Löder, der schon sagt, er möchte zu einem großen Verein wechseln. Aber keiner will ihn haben. Keiner möchte ihn verpflichten. Und deswegen ist er immer noch da. Wir könnten uns jetzt die 65.000 sparen oder wir lassen ihn einfach bei uns und gucken, was halt passiert in Zukunft. Keine Ahnung. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Wenn jemand, also die Verträge werden monatlich verlängert, genauso wie bei Richter. Da würde ich aber gerne einen Vertrag verlängern. Der möchte aber jetzt mittlerweile über 100.000 verdienen. Deswegen habe ich da noch keinen Vertragsabschluss getroffen. Vielleicht machen wir das dann irgendwann im September, Oktober, dass wir sagen können, hier, jetzt. Möchte er vielleicht nur noch 90.000 verdienen, dann verlängert man den Vertrag oder kriegt dann einen Vertrag von uns. Ansonsten müssen wir schauen, das ist alles ein bisschen schwierig gerade. Kader ist ziemlich groß. Dann können wir mal schauen, was für Spieler wir hier noch haben. Simon Lang, den haben wir von der Jugend hochgeholt. Habe ich eigentlich nur hochgeholt, weil ich der Meinung war, dass Çorçan eigentlich den Verein noch verlässt, weil Vereine interessiert waren. Mittlerweile wieder keine Vereine interessiert. Bleibt also doch. Krämer haben wir dann auch noch auf der rechten Seite. Also wenn dann wirklich, ich merke, wie zum Beispiel bei Lang und Krämer, da kommen jetzt keine Angebote für Çorçan, dann wird einer von beiden verliehen. Genauso wie bei den Innenverteidiger bei Kratzenberg, den hat man extra noch hochgeholt gehabt für die Innenverteidigerposition. Werden wir genau dasselbe machen, wenn da jetzt keine Angebote kommen für Striezel oder so, dann wird man den auch noch verleihen. Also so ist gerade der Stand. Können wir gucken, wen haben wir noch hochgeholt. Muyomo ist von der Leihe zurückgekommen. Juan Hasani, Kampe, Ziegner und ja, das waren sie. Die haben wir alle hochgeholt. Ja, eigentlich um den Kader breiter zu machen, weil halt ich dachte, da gehen noch ein paar Spieler, aber da geht keiner. Deswegen müssen wir gucken, dass wir dir vielleicht ein oder zwei Spieler auch noch verleihen. Obwohl Kampe eigentlich schon echt gut aussieht. Oder ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und Hasani sieht auch gut aus. Hat sich auch sehr gut gemacht in den Testspielen bisher. Aber das werden wir sehen, werden wir schauen. Wir sind halt noch in der Findungsphase. Transferphase läuft zum Glück noch 1,5 Monate. Und da können wir dann schauen, wenn wir noch verkaufen. Also da muss auf jeden Fall noch was getan werden. Ihr könnt dann mal gerne sagen, ob wir den Vertrag kündigen sollen von Löder und Joel Richter. Damit wir vielleicht, ja, das sind circa 100, 100k, 110k, die wir, oder 15k sogar. Die wir sogar plus machen würden im Verein. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich freuen, was ihr dazu sagt. Und ja, wir starten, denke ich, mal rein. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Kontostand wisst ihr schon. Wir sind im Minus. Sieht absolut schlecht aus. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, genau. Taktischer Ansatz ist so. Hat sich eigentlich nicht viel geändert, wie zum Ende der Saison, glaube ich, hat man das auch schon gespielt gehabt. Vorgeschobener Spielmacher, DMer verteidigen, Mesala auf Angreifen im Mittelfeld. Da hat Wehner einfach eine Top-Vorbereitung gespielt. Das Wettbieten ist eröffnet. Bei Seipel hat es gerade eben schon begonnen. Da hat Werder Fürth und Elversberg Angebote gemacht. Haben wir beide aber abgelehnt. Seipel, talentierter Spieler, 16 Jahre alt. Für die rechte Außenbahn, beziehungsweise für den Angriff, aber wahrscheinlich eher für die Außenbahn, für Rechtsaußen. Da werden wir, denke ich mal, in Zukunft Angebote kriegen. Und genauso bei Thorsten Ziegner, da kommt jetzt Paderborn um die Ecke. Aber die bieten halt 21.000 plus Beteiligung am Weiterkauf, 30%. Könnte für die Zukunft gut sein, aber ist mir noch zu wenig. Und da er nicht wirklich hin will oder da es nicht so wirklich interessiert oder nur kleines Interesse hat, werden wir es erstmal ablehnen. Erster Spieltag steht an. Wir gucken mal, wer gegeneinander spielt. Gleich mal im Berliner Derby. BFC gegen Viktoria Berlin. Chemie Leipzig gegen Babelsberg, Cottbus gegen Greifswald, der Absteiger, darf gleich gegen Greifswald ran, Erfurt gegen Zwickau, Halberstadt, Aufsteiger gegen Luckenwalde, Hertha BSC 2 gegen Meuselwitz, Lok Leipzig gegen Chemnitz, Hansa Rostock Berlin gegen Altklinike. Und wir spielen gegen den zweiten Aufsteiger, TuS Maccabi Berlin. Und ja, Taktik steht, hatte ich euch gerade schon gezeigt gehabt. Das ist die Mannschaft, mit der wir spielen. Es sind noch ein paar Spieler außen vor, wie zum Beispiel Gindorf. Den lasse ich gerade erstmal außen vor, obwohl wir können ihn eigentlich. Wie, wir stellen rein für Löder. Löder soll es eigentlich auf der Position spielen. Wir stellen rein Ginter für Löder. Und das ist die erste Mannschaft, mit der wir spielen. Und hoffentlich die ersten 3 Punkte holen. Höfer auch eine überragende Vorbereitung gespielt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Spiel. Ja, ich zeige euch dann die Highlights danach und bis gleich. So, das Spiel ist gespielt und da seht ihr auch schon das 1 zu 0. Wir gewinnen 2 zu 0, also verdient 2 zu 0 gegen Maccabi Berlin.
Und hier habt ihr schon das 1-0 gesehen durch einen Freistoß, der sehr gut herausgespielt war. Ich zeige euch heute mal ein paar entscheidende Highlights. Hier sehen wir zum Beispiel eine Situation aus der 64. Minute. Also es war wirklich ein sehr gutes Spiel gewesen von uns. Hier sehen wir zum Beispiel einen Latschuss von Jastrzemski, den wir leider nicht genutzt haben. Also wir waren nicht sehr effizient gewesen. Da müssen wir auf jeden Fall cooler werden vor dem Tor. Aber ansonsten war das eigentlich eine ganz solide Leistung. Hier gewinnt Jozanovic den Ball. Richter geht auf den Torwart zu und Isa Dogan hält den. Die Berliner haben dann noch eine rote Karte gekriegt. Ich weiß gar nicht, welche Minute das war. Das war in der 84. Kurz vorher, also jetzt wahrscheinlich gleich, machen wir das 2:0 über Cemal Cesar, also den wir reingebracht hatten für Jastrzemski, weil er halt noch nicht so im Spiel drin war, beziehungsweise die Chancen halt nicht genutzt hat. Cemal Cesar steht halt richtig und staubt ab zum 2:0. Ansonsten ist halt wirklich nicht dann viel passiert. Wir hatten viel Ballbesitz, wir hatten, ich glaube, über 2 XG an Torschüssen. Aber ansonsten, Maccabi Berlin war nicht wirklich gefährlich. Hatten selber, glaube ich, 2 Torschüsse gehabt, waren alles Fernschüsse. Weiß nicht, was das jetzt für ein Highlight war. Ah, das war die gelb-rote Karte, ja. Das war die gelb-rote Karte vom Berghahn, ja. Danach war das Spiel eigentlich schon vorbei gewesen, also wir haben nicht mehr viel gemacht, die haben nicht mehr viel gemacht. Und somit kommt das Ergebnis dann zustande. Hier seht ihr nochmal, wir haben 2,3 XG gehabt, Ballbesitz war komplett auf unserer Seite. Ja, kannst du aber trotzdem 3-4-0 gewinnen, also Schüsse aufs Tor auch gerade mal 4, müssen wir auf jeden Fall unsere Chancenverwertung arbeiten. Aber ansonsten für das erste Spiel bin ich ganz zufrieden. Die Mannschaft hat sich jetzt aber auch nicht groß verändert, muss man sagen, zur Vorsaison. Deswegen ist okay. Marcel Hoppe hat sich leider verletzt, dauert aber nicht lange. Der hat nur eine Schienbeinprellung. Ergebnisse vom ersten Spieltag sehen so aus. Der BFC gewinnt 2:1 gegen Viktoria Berlin. Flacho Dimos macht das Tor in der 91. Minute. Apropos BFC, Tedides ist mittlerweile nicht mehr beim BFC. Aber vom Gehalt her ist er für uns, glaube ich, einfach zu teuer. Ja, mittlerweile hat er sogar sein Gehalt gesenkt, aber er ist halt nicht der Spielertyp, den wir da vorne drinnen brauchen. Deswegen ist er noch nicht relevant für uns. Mal sehen, vielleicht irgendwann mal. Dann gewinnt Chemie Leipzig 2:1 gegen Babelsberg. Cottbus verliert das erste Spiel als Absteiger. 1:0 gegen Greifswald. Ischela macht das 1:0. Erfurt gewinnt 3:1 gegen Zwickau. Luckenwalde gewinnt 1:0 bei Halberstadt. Hertha BSC 2. Unser nächster Gegner gewinnt 2:1 gegen Meuselwitz. Lok Leipzig verliert zu Hause 2:3 gegen Chemnitz. Tennis Borussia Berlin gewinnt 4:1 gegen Altklinike und wir gewinnen 2:0 gegen Maccabi Berlin. Und somit sieht die Tabelle so aus. An das Bild wollen wir uns jetzt nicht unbedingt gewöhnen, dass Erfurt vor uns steht, aber auf Platz 3, ich würde es die Saison echt mitnehmen. Und das Ganze, was noch nicht stattgefunden hat, war die Auslosung für den DFB-Pokal. Also wir hatten noch gar keine gehabt. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal alle Teams und schauen mal, auf wen wir treffen. Nicht schon wieder Schalke, hat man jetzt schon 2-mal in Folge. Bitte nicht schon wieder und es wird der HSV. Ach Mann, wir landen immer wieder in den gleichen Regionen. Mittlerweile ist der HSV Bundesligist. Ja, es ist okay, was willst du denn machen? Wir können mal schauen, was für Mannschaften unserer Liga noch so spielen. Luckenwalde gegen Freiburg, Zwickau gegen Kiel, Smania Berlin gegen Elversberg. Was noch? Dresden gegen Bremen. Ja, das war's. Greifswald gegen Darmstadt ist noch dabei. Magdeburg gegen Wolfsburg. Ja, na gut, das sind alles die Ostmannschaften. Rein ins nächste Spiel gegen Hertha BSC Berlin 2. Das ist die Mannschaftsaufstellung für das Spiel gegen Hertha BSC 2. Wir haben Ginter freigeschoben für Wehner. Und auf der linken Seite vorne haben wir Höfer rausgenommen, haben Mesmari reingestellt. Und das wird die Mannschaft, die starten soll gegen die Berliner. Ansonsten, Wolfram bleibt noch außen vor. Weiß nicht, warum der nicht 100% fit ist. War auch schon im letzten Spiel nicht gewesen. Müssen wir drauf achten. Ansonsten, los geht's. Rein ins Spiel. Hier seht ihr die Mannschaft nochmal im Überblick. Let's go. Erste Aktion nach 3 Minuten Abstoß vom Hertha-Torhüter Goller. Wir fangen den Ball gut ab, aber verlieren auch gleich wieder an Gottschalk. Der baut neu auf über Kader. Pop. Spielen sie nochmal hinten rum. Wäre eigentlich so eine perfekte Situation, den Ball durch Pressing abzufangen. Aber die Berliner spielen sich schön durch auf die rechte Seite auf Mendes. Der bringt die Flanke und jetzt auch nicht, die machen jetzt ein Tor dadurch.
Boah, Kunze ist da, also ja, über die Außen sind wir wieder anfällig. Die letzte Saison schon. Jetzt die Ecke gleich hinterher von Kesig. Bringt noch rein. Kein Abnehmer gefunden. Poppt nochmal auf Kesig. Und dann wird nochmal zur Ecke geklärt. Erste Ecke im Spiel für uns. Gindorf bringt ihn von der linken Seite rein. Da ist saftig an die Latte. Schade, schade, schade. Wären wir vielleicht die Saison durch Standards auch noch gefährlich? Einwurf Hoppe auf der rechten Seite. Saftig. Klickt wieder aber auf Hoppe. Hinten in den Rückraum. Erdschal wird doch festgehalten und probiert es trotzdem. Goller ist noch dran. Es gibt die Ecke. Freistoß, Hertha BSC 2. Flank kommt rein von Kesig. Rölke kriegt den zweiten Ball. Wieder zurück auf Kesig. Der probiert es mal, aber ja, gut. Ein Meter am Tor vorbei. Halbzeit. 0 zu 0. Wir sind die bessere Mannschaft, haben mehr Chancen, besseren XG-Wert, aber machen halt das Tor noch nicht. Gindorf bisher noch nicht so gut im Spiel drin, er hat auch schon die gelbe Karte, da müssen wir vielleicht überlegen, demnächst rauszunehmen, auch schon ein bisschen nervös. Wir sehen es ja schon, viele Spieler bei uns nervös, ich weiß gar nicht warum. Wir müssen gar nicht nervös sein, wir sind die bessere Mannschaft, wir machen das bessere Spiel, aber trotzdem sind sie nervös, ich weiß nicht warum. Ich werde jetzt auf jeden Fall Vena reinnehmen für Gindorf, weil mir das sonst zu heiß ist. Freistoßrichter von der rechten Seite. Bringt ihn rein, kein Abnehmer da, aber dann ist Saftig da. Mit dem 1 zu 0. Er kann selber kaum glauben. Da hat die Ordnung komplett gefehlt bei der Hertha, aber keiner wusste so richtig, wo der Ball jetzt hingeht. Richter bringt ihn rein. Hoppe geht ans Kopfballduell hoch, kriegt ihn aber nicht. Martin Piel macht ihn gefährlich. Und keiner geht hin außer Saftig und der nickt ein. Goller sieht nicht gut aus. 1-0 für Zeiss. Freistoß Mendes, könnte die Hertha gleich reagieren drauf, saftig geleert. Rölke kriegt den Ball auf Kadam. Mariel an den Pfosten, Striezi geleert. Riesen Chance. Das hätte auch der Ausgleich sein können. Nächste Chance, Kesig. Geblockt, Ecke. Ah, jetzt sind die Herthaner aggressiv, die wollen jetzt. Rölke, Ecke von der linken Seite. Bringt ihn rein. Nicht gut geklärt, aber jetzt ist er geklärt. Dafür gibt es eine Ecke. Von Hoppe von der rechten Seite. Mal was Gutes. Der rutscht komplett durch und da ist Adar Yerchan mit dem 2 zu 0. Das war mal eine interessante Ecke. Flach, scharf reingetreten. Alle treten am Ball vorbei. Das, die Eckenvariante habe ich noch nicht gesehen. Und dann Adar Yerchan staubt ab am langen Pfosten. Doppelschlag nach der Halbzeit. Das ist gut. Nächste Aktion Richter für den Ball auf Turchan. Auf der rechten Seite Vena. Hoppe. Schade. Jetzt aber der Konter über Mendes und Hoppe mit einem taktischen Foul wird hier nur hoffentlich die gelbe Karte bekommen. Ja, so sieht's aus. Taktisches Foul ist okay. Freistoß Mendes. Striezel klärt. Telib. Auf Kesig wieder. Mendes. War der geblockt? Ich glaube ja. Kunz war nicht dran, aber ich glaube, der war geblockt. Deswegen gibt es die Ecke. Und die dritte Rölke. Also die Herthaner, die haben es noch nicht aufgegeben. Aber wir machen das bisher ganz okay in der Abwehr. Rölke nochmal. Pop. Saftig klärt. Hoffmann. Kesig. Geblockt. Wir müssen jetzt mal für eine Spielunterbrechung sorgen, weil die Herthaner gerade ein bisschen zu viel Druck machen. Wir stellen Saftig ins defensive Mittelfeld. Schau geht raus und bringen dafür in die Abwehr Klitschetski, der mittlerweile auch ein ganz guter Mann geworden ist. Wir müssen gleich mal zwei Wechsel noch dran setzen. Wir nehmen Wolfram rein für Richter, weil der Verletztes angeschlagen ist. Weiß nicht, was er hat. Fußverletzung. Und wir bringen Bülter für Marcel Hoppe. Also das sind die zwei Wechsel, die wir jetzt noch tätigen. Und den letzten Wechsel heben wir uns natürlich auf für die Schlussphase. Ich muss sagen, die Wechsel, die kamen echt zur richtigen Zeit. Weil danach kam nichts mehr von der Hertha bisher. Ich kann euch keine Szenen zeigen irgendwie, dass die Hertha mal noch eine Chance hatte. Also die Wechsel kamen wirklich zur richtigen Zeit, die wir getätigt haben. Scorler nochmal den langen Abschlag. Striezel fängt ihn ab. Vena auf die Außenbahn, auf Mesmari. Der geht außen oder versucht es vorbei. Kommt nicht vorbei. Bülter bringt die Flanke. Wolfram da, schade. Scorler mit dem nächsten Abschlag. Wieder fangen wir den Ball ab mit Klischetski. Jastrzemski baut neu auf über Turchan. Langer Ball auf Jastrzemski. Macht den Deckel drauf. Da ist er doch. Len Jastrzemski. Die Saison nicht als hängende Spitze eingesetzt, sondern als Stoßstürmer. Ich will mich noch vergewissern, ich habe es so gemacht, ja. Wir haben einen Stoßstürmer jetzt, keine hängende Spitze mehr. Und ja, genau die Läufe soll er natürlich machen, in die Spitze rein und dann halt auch so eiskalt versenken zum 3-0. Deckel drauf, zweiter Saisonsieg incoming. Also das sieht nicht verkehrt aus, was wir da machen.
Wir wechseln auch nochmal. Wir bringen Paul Kremer für Yannis Turcan, der auch schon gelbe Karte hat. Und Kremer soll sein erstes Saisonspiel auch bekommen. Let's go. Nachspielzeit läuft. Hertha BSC, zweite Mannschaft, bekommt nochmal die Ecke. Von der rechten Seite wird reingebracht. Ball geht drüber. Kein Problem für uns. Nachspielzeit ist gleich rum. Die Herthaner wollen nochmal mit linker Seite angreifen. Klappt nicht. Kunz nochmal auf Gliszewski. Wehner mit. Jetzt bringen wir uns selber nochmal in die Bredouille ein bisschen. Aber Nachspielzeit ist ja gleich rum. Die Hertha macht gar nicht mehr richtig Druck. Die haben gar keinen Bock mehr. Dann ist Schluss. Wir gewinnen 3:0. Unser erstes Heimspiel gegen Hertha BSC 2. Verdient. Verdient, verdient. Also wir wieder die bessere Mannschaft gewesen. Die Hertha, die haben wir in der Druckphase, die sie hatten, haben wir sie abgeschnürt mit dem Wechsel. Und schon war das Spiel auf unserer Seite und wir haben halt nochmal das 3:0 nachgelegt. Und da sehen wir die Spiele vom zweiten Spieltag. Karlsruhe-Jena gewinnt 3:0 gegen die Hertha. Chemnitz gewinnt 2:1 gegen Chemie Leipzig. Cottbus verliert das zweite Saisonspiel gegen Luckenwalde 1:0. Zwickau gewinnt 1:0 gegen BFC Dynamo. Erfurt gewinnt auch 4:1 beim Greifswald. Also Erfurt dieses Jahr gefährlich, oder? Ob das so bleibt, werden wir sehen. Babelsberg gewinnt 1:0 gegen Tennis Borussia Berlin. Maccabi Berlin gewinnt in der 94. Minute das Berlin-Derby gegen Viktoria 1:0. Altklinge 3:3 gegen Halberstadt und Meuselwitz spielt zu Hause 1:1 gegen Lok Leipzig. Wir bekommen immer wieder Angebote für Seipel, jetzt von Magdeburg und Kiel, aber bei beiden ist er wieder nicht beunruhigt, deswegen lehnen wir beides wieder ab. Uns bringt das halt nichts. Also wir können ihn auch verkaufen und hoffen, dass der Markt das halt gleich steigert und wir halt durch die Beteiligung am Weiterverkauf irgendwas bekommen, irgendwann. Aber ab uns das was bringt, keine Ahnung. Ich werde erstmal alles ablehnen, vielleicht stimmt der Preis irgendwann. Apropos Preis, wir werden mal die ganzen Spieler, die wir auf Transferliste gesetzt haben, also Erdschan, Chao und Gindorf, werden wir mal weiterhin anbieten und gucken, was passiert. Wir konnten zwei Spieler verleihen, einmal Fritz Fiedler, ein Außenverteidiger für die rechte Seite. Der ist nach Sonnefeld gegangen, ich glaube, das ist die Bayernliga, ich glaube, die sechste Liga ist das. Und wir haben Kwakali verliehen, den haben wir nach, wo ging der hin? Lichtenfels. Auch ein Innenverteidiger, der soll Spielpraxis sammeln. Das ist die Aufstellung für das Spiel gegen Lok Leipzig. Es gab eine Veränderung, beziehungsweise zwei Veränderungen. Wir haben Justin Chao rausgenommen, Safti geht dafür ins Defensive Mittelfeld und Gliszewski rutscht rein in die Mannschaft, weil, ich habe auch Justin Chao gleich ganz aus der Mannschaft rausgenommen, weil seine Moral momentan nicht gut ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist nichts passiert. Ich habe ihn nur angeboten gehabt und damit ist er eigentlich einverstanden. Hat sich auch nicht beschwert, dass ich ihn angeboten habe. Deswegen, ich kann es nicht sagen, warum. Das geht mir aber auf den Sack und ich will eine gute Moral in der Mannschaft haben. Und ja, muss er halt gehen, damit die Mannschaft eine gute Moral hat. Und ja, das ist die Mannschaftsaufstellung. Wir gehen rein ins Spiel gegen Lok Leipzig. Rein ins Spiel gegen Lok Leipzig. Das sind die Mannschaftsaufstellungen für das Spiel. Und rein geht's. Erste Aktion, Gindorf. Ich wollte noch gar nicht kommentieren, aber wir kriegen schon die erste Chance durch Gindorf, der sich da schön, schön durchspielt. Jetzt die Leipziger über die rechte Seite. Bisher noch kein Schuss von den Leipzigern auf unser Tor. Nicht bitte das erste drin, der Forstenschuss. Eieiei, die Leipziger, die haben 70% Ballbesitz. Wir haben, glaube ich, nur 30% oder so. Macht ja Sinn. Boah, Doppelchance gleich für Leipzig. Also jetzt sind sie im Spiel drin. Bisher, also wir hatten es auch schon Chancen gehabt, wir haben davon aber nicht viel gesehen, außer die erste. Aber wir haben halt auch nicht viel Ballbesitz, wie ihr seht. Striezel, saftig. Erdschan. Alles über den Spielmacher. Der bringt den Ball auf außen auf Richter. Der setzt sich durch. Schießt einfach mal, aber das ist zu ungefährlich. Einwurffeld, Adigo. Über die rechte Seite, Flanke kommt rein. Ja. Durch Flanken sind wir so anfällig. Wir haben immer noch Pressing in die Mitte führen, haben wir immer noch drin. Aber gut, bei einem Einwurf soll es da machen. Turcan ist halt auch nicht der Größte, ist halt nicht der beste Kopfballspieler. Aber Dombrova muss ja nicht mit dem Kopf hin. Das ist schlecht verteidigt. Wieder spielen die Leipziger sich hier auf der linken Seite durch. Atilgan. Das ist ja gleich nachdem wir das Einzel gefressen haben, kommen sie hier gleich mal zur nächsten Chance. Also warum kommen wir mit den Leipzigern gerade nicht zurecht? Wir gehen in der Halbzeit rein, es steht 1:0 für Leipzig, erste Saisontor bekommen. Ausgeglichenes Spiel laut Chancen, aber der XG-Wert ist bei Leipzig natürlich höher. Haben mehr Ballbesitz.
sind halt auch die bessere Mannschaft, aber ich weiß nicht, warum warum wir das gerade so spielen, keine Ahnung. Wir wechseln zweimal. Wir bringen Wehner für Gindorf und wir bringen Höfer für Mesmari. Mesmari leider angeschlagen. War auch kein gutes Spiel gewesen, glaube ich, bei Gindorf, der auch nervös ist. Wir brauchen auf jeden Fall einen Leistungssteiger in der zweiten Halbzeit. Ich weiß aber noch nicht wie. Jetzt erste Situation für uns in der zweiten Halbzeit. Hoppe über die rechte Seite mit der Ecke. Kein Abnehmer da. Saftig nochmal. Richter probiert's drüber. Nächste Ecke. Vor der rechten Seite wieder Hoppe. Hinten rein. Ercan und Müller ist da. Eieieiei. Stark gehalten von Müller. Nächste Ecke hinterher von Hoppe. Kein Abnehmer diesmal. Richter holten sich nicht. Zweite Halbzeit sind wir jetzt besser da. Wir gewinnen jetzt auch mal die Zweikämpfe. Hoppe holt sich den Ball. Seitenwechsel auf die rechte Seite. Richter bringt ihn rein. Höfer kommt nicht hin. Jetzt Stremski legt ab und dann gibt es zum Glück Elfmeter. Oh, jetzt Stremski, dreh dich doch, mach ihn selber rein. Dafür darf er jetzt den Elfmeter schießen. Machen rein, jetzt Stremski. Wichtig. Und er macht die eiskalt ins rechte obere Eck. Zweite Saisontor, Len Jastrzemski. Ganz, ganz starke Leistung in der zweiten Halbzeit bisher. Schön oben rein. Genauso müssen wir weitermachen. Wir werden zweimal wechseln. Oder wir haben Wolfram reingebracht für Richter, der blatt ist. Und wir bringen Jozanovic für Ercan, der ein bisschen nervös ist. Freistoß Dombrova. Der einzelne Torschütze. Ball abgewehrt. Adigo über die rechte Seite. Flanke nicht zulassen. Und zum Glück drüber. Wechsel nochmal. Wir bringen Jonas Böhmert für Saftig ins defensive Mittelfeld. Der kann das auch spielen. Bisher, ja gut, mit dem Punkt. Weiß nicht, er könnte mal bisher zufrieden sein. Aber vielleicht geht noch was. So, Nachspielzeit ist rum. 4 Minuten wurden nachgespielt. Abstoß nochmal, Lok Leipzig. Das sollte es gewesen sein. Wenn jetzt nicht noch was Verrücktes passiert. Hoppe nochmal mit dem Ball. Kunz schlägt ihn weg. Und dann sollte Schluss sein. Außer wir kriegen jetzt noch was. Ne, schlechter Ball von Höfer. Damit kann man nicht viel anfangen. Und Lok Leipzig hat es gar nicht verkehrt gespielt bisher. Also war ein gutes Spiel gewesen von Lok Leipzig. Wir sehen es. Komplett ausgeglichenes Spiel. Zweite Halbzeit kamen wir halt ein bisschen zurück. Erste Halbzeit hat Lok Leipzig gehabt, zweite Halbzeit uns. War ein ausgeglichenes Spiel. Verdientes Unentschieden am Ende. Ist natürlich ärgerlich, aber somit stehen wir aus 3 Spielen mit 7 Punkten da. Wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich das unterschrieben. Dritter Spieltag ist rum und da haben wir die Ergebnisse. BFC Dynamo gewinnt 2-1 gegen Greifswald. Cottbus holt die ersten Punkte. 3-3 gegen El Clínica, wenn ich das sehe, dass die in der 91. oder 93. Minute 2 Tore gemacht haben. Da haben sie ja 3-1 hinten gelegen in der 90. Minute. Also bei Cottbus läuft es noch nicht so richtig. Erfurt spielt 2-2 gegen Luckenwalde. Lassen auch Punkte liegen, das erste Mal bleiben aber vor uns. Babelsberg gewinnt auswärts 3-2 bei Halberstadt. Hertha BSC 2 gewinnt 1-0 gegen Viktoria Berlin. Also Viktoria Berlin musste gleich mal gegen 3 Mannschaften aus Berlin ran. Alle 3 Spiele verloren. Letzter Platz. Wir spielen 1-1 gegen Lok Leipzig. Tennis Borussia Berlin gewinnt 2-1 gegen Chemie Leipzig. Maccabi Berlin verliert zu Hause 0-3 gegen Zwickau. Und Meuselwitz verliert ebenso 0-2 gegen Chemnitz. Und deswegen ist Chemnitz jetzt auch verdienter Tabellenführer, 3 Spiele, 3 Siege. Und so stehen sie ganz oben. Dahinter Erfurt, Jena und Luckenwalde jeweils mit 7 Punkten. Und ja, dann die nach mit 6 Punkten, 3 Punkten etc. pp. Also, es wird wie jedes Jahr eine spannende Saison werden. Mannschaften wie Cottbus, die werden sich nach vorne bestimmt noch schieben. Ich mag Greifswald, Chemie Leipzig, das sind auch noch Mannschaften, die sich vielleicht noch ein bisschen nach vorne einklinken wollen. Vor allem gegen Chemie Leipzig, die letzten 2 Jahre auch oben mitgespielt haben. Aber das wird auf jeden Fall eine interessante Saison werden. Wir schauen mal auf die letzten Nachrichten nochmal. Mesmari war verletzt gewesen. 3 bis 4 Tage Muskelfaserriss in der Leiste. Ja, und gerade in der Serie von 10 Spielen und Niederlagen. Jetzt bei 10 Partien. Läuft doch. Und so zum Abschluss nochmal. Wir kriegen die ganze Woche schon Angebote und die ganzen letzten Wochen haben wir schon Angebote gekriegt von Seipel. Habe ich euch gezeigt gehabt. Und da waren auch schon Angebote dabei, die über die 20k waren. Ey, wir werden es einfach weiter ablehnen und gucken. Vielleicht ist irgendwann mal ein interessantes Angebot dabei, wo wir nicht Nein sagen können.
wenn es dann schon mal so in die 100k-Region geht. Aber wir lehnen es ab. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video? Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich werde jetzt in nächster Zeit wieder mehr bringen, solche Folgen für euch, für mich, weil es mir auch Spaß macht. Und ich bin auch froh, dass ich einfach in den letzten Video auch gesagt habe, mach weiter, das ist eine geile Serie. Uns gefällt das und vor allen Dingen euch gefällt es, weil wir gerade einfach nur am Struggeln sind mit Jena, weil es finanziell einfach nicht gut aussieht. Beim nächsten würde ich einfach sagen, beim nächsten Video, Hamburg, Chemnitz wird gespielt, Meuselwitz mache ich ohne euch. Vielleicht mache ich es auch eiskalt, machen wir 4 Spiele, mal gucken. Aber das muss ich zeitlich sehen. Aber 3 Spiele kriegt man auf jeden Fall hin. Hamburg im Pokal und gegen Chemnitz. Die werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch Tabellenführer sein. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Man wird sehen. Wir schauen nochmal kurz auf die Tabelle. So sieht's aus. Lasst gerne nochmal einen Daumen oben auf die Folge. Würde mich freuen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und mir weiter folgen wollt. Sehr, sehr gerne. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei oder auf meinen ganzen anderen Social Media Kanälen. Links sind in der Beschreibung. Und dann lasst gerne auch einen Kommentar da. Falls ich es noch nicht gesagt habe, macht es einfach mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Haut da rein. Euer Latscher. Tschüss.